Sehr gut, wir haben hohen Besuch, der Florian ist da. Wie gefällt es dir hier? Hoher Besuch, das hört sich ja selten, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich muss sagen, mir fällt auf, die neuen Tattoo-Nadeln sind richtig leise. Vor 10 Jahren war es richtig laut, so hat gerattert noch. Heutzutage hört man fast nichts mehr. Also man sieht, er steckt Entwicklung und Zukunft auch in der Tattoo-Messe, geil. Sehr gut, oh krass, dass du das so beobachtest, hör mal. Hör mal. Ja, nee, das ist, aber es ist ein interessanter Ansatz, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das sind die neuen Maschinen. Diese alten waren ja richtig mit der Spindel und deshalb so laut. Wann hast du dich denn das letzte Mal tätowieren lassen? Ich habe mich tätowieren das letzte Mal, ich glaube, vor 4 Monaten in Köln. Habe ich so einen Oldschool-Diamanten mit so einer 8 drin. Ich bin auch so ein bisschen verrückt Oldschool-mäßig unterwegs. Ich liebe ja auch Sterne. Ja, mir wird oft vorgeworfen, ja, der Florian hat Stern-Tattoos, der geht in den Trend mit, das habe ich nicht. Ich hatte in der Vergangenheit mal so einen richtig Tiefpunkt in meinem Leben, wo ich mich selbst rausgekämpft habe. Und da habe ich mir das erste Mal die Sterne gemacht, so wie ein Neuanfang. Und das habe ich immer weiter durchgezogen. Und deswegen sind Sterne für mich wichtig. Und ich liebe Sterne. Und egal in welcher Art und Weise. Aber ich habe noch viele andere Tattoos. Aber ja, nur mal zur Erklärung. Aber so für überwundene Krisen stehen dann für dich immer die Sterne sozusagen? Als Neuanfang, als Neustart. Und alle meine Tätowierungen, das höre ich sehr oft, sind freundlich. Also farbenfroh, bunt. Ja, ich habe freundliche Tätowierungen. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, ne? Ja. Genau. Also ich habe keine Totenköpfe, nichts Düsteres, keine Labels, das habe ich nicht, auch nicht, Musikrichtung auch nicht, also sehr christlich auch. Und, ja. Also einfach nur, was im Großen und Ganzen positiv ist, aber jetzt keiner Religion oder irgendeiner Sparte zugeordnet werden kann. Na, ich habe schon ein paar Jesus-Tätowierungen so, ja, weil er für mich spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben und ja, für mich ist einfach eine Ehre, das so auch wieder spiegeln zu können. Mhm. Ohne Worte, sondern als in Form von Kunst. Ja. Das ist eigentlich immer so, man kann hingucken, man muss nichts erklären, man weiß Bescheid aus. Ja, was steht denn da? Da steht, Jesus führt mich zum Beispiel. Ist mir sehr wichtig. Ja. Und das ist dann was, und das ist dann was, wo du auch immer wieder drauf zurückgreifst. Also der Glauben spielt in meinem Leben schon eine sehr, sehr starke Rolle und lebt dann aber sehr, sehr offen. Und für mich gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Deswegen, ich nehme jeden Menschen, wie er so ist, egal wie er ist. Und ich möchte auch so genommen werden und deswegen, ja. Mir fallen die sowieso nicht auf. Dir fallen die Tätowierst ja auch nicht mehr auf. Die Tattoos auch nicht mehr auf, oder? Ich meine, wenn du explizit hinguckst, oh ja, aber so im Alltag sind ja die unsichtbar eigentlich, ne? Ja, ja, manchmal vergisst man selber, dass man tätowiert ist, ne? Bei mir ist zum Beispiel, ich gehe irgendwo lang, mich guckt jemand länger an und ich denke so, was los? Und dann so, ach ja, die Tattoos. Aber bei dir kommt ja noch hinzu, dass du wahrscheinlich auch oft erkannt wirst auf der Straße und deshalb angeschaut wirst, richtig? Ja, ich verstecke mich eigentlich schon auf der Straße sehr gerne mit meiner Mütze und meiner Brille. Ich habe auch richtig die blonden Haare normal. Oh, cool. Aber ich verstecke die immer, weil dann werde ich richtig oft erkannt. Ah, lass mal aus, hier wirst du eh erkannt. Ja, ja. Schick. Ja, ja. Ja, echt schön. Ich verstecke mich oft, ansonsten, ja, aber... Ja. Man kann sagen, es sind Markenzeichen, aber Markenzeichen sind eher meine Haare anstatt die Tätowierung. Ja, also dann fällt es wirklich zu sehr auf, quasi. Ja. Aber finde ich mir gut, gehört dazu, ne? Möchtest du dich denn heute auch tätowieren lassen? Ich habe das eigentlich überlegt, aber mir fehlt die Zeit dazu, glaube ich. Und ja, aber ich werde mich weiterhin tätowieren lassen. Ist denn schon das, ja klar, ja, wenn man einmal anfängt, ist denn das nächste schon in Planung fest? Ich habe in meinem Handy so eine kleine Liste, da steht immer drin, das Wort, das Bild und so weiter. Und da fliegt eins raus, kommt eins dazu und dann bin ich meistens doch sehr spontan mit dem Tätowierer. Ja, ich habe einen Stammtätowierer in Köln in der Schildergasse, Tattoo Schmidt, muss ich mal Werbung machen jetzt. Ja. Aber da ist der Frank und der ist immer sehr konsequent und ja, der Tätowierer meines Vertrauens quasi. Ja. Aber du sagtest gerade, Oldschool ist so eher dein Stil, den du zurückgreifst. Vor 20 Jahren war Oldschool. Was ist jetzt heutzutage Oldschool? Wäre dann Oldschool. Ja, also ja. Diese Definierung würde ich einfach weglassen. Man ist einfach ein Bild, das alt gezeichnet ist. Wie erklärt man das so? Ne? Ich bin auch kein Tattoo-Profi. Vielleicht sagen auch jemand, es gibt bestimmt Tätowierer, die sagen, hey, wie ist denn der schlecht tätowiert? Ist der gut tätowiert? Ich meine, jeder hat seine Handschrift, sein Handwerk. Eine Sache muss ich mal ganz ehrlich sagen. Mich hat immer nur der Frank tätowiert. Und ich habe eine schwarze Palme hier, das hat mir ein Mädchen tätowiert. Und die hat mit richtig Gefühl tätowiert. Ich habe mich erstmal von einer Frau tätowieren lassen, das war ganz anders. Die richtig mit Gefühl daran gegangen, hat kaum geblutet. Das war Wahnsinn. Das war wie eine Massage. Also Respekt an die Damen, die tätowieren. Finde ich super. Ich hoffe, es gibt bald mehr Damen, die tätowieren. Ja, das glaube ich, werden auch immer mehr. Super. Was war denn das für eine Maschine? Weil manchmal habe ich das Gefühl, es liegt auch an der Maschine. Das weiß ich gar nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich in dem Punkt sehr naiv, weil ich frage nicht nach, was für Maschinen das sind. Nein. Ich meine auch nicht, dass du nachfragst, sondern dieses, was dir schon aufgefallen ist, dieses leisere. Die leise Maschine, die war ziemlich leise, genau. Ja, weil die, ich sage jetzt trotzdem Oldschool, ich sage traditional. Die traditionellen Maschinen, die hämmern so und das tut mir weh. Ja, genau. Und diese leicht, also die, wie heißen die nochmal, habe ich vergessen. Erzähle ich dir gleich, wenn es mir einfällt. Die tun auch weniger weh. Ja. Kannst du mir vielleicht sagen, mit Oldschool, was ist jetzt mal ein richtiges Oldschool-Tattoo, was dir einfällt und du sagst, du musst jemanden beschreiben, was ist ein Oldschool-Tattoo? Was würdest du für ein Motiv sagen?
Ja, das sind halt diese ganz alten Vorlagen, auch diese Adler und Schlangen. Genau, diese, die früher bei den Matrosen schon waren. Aber wenn die, ja, wie du schon so reingeklopft. Ja, quasi noch so ganz. Das ist ja wirklich so, auch die eine Tätowierung, das gab es ja schon vor der Zivilisation, alles um und dran. Da haben sie schon eingeschlagen mit Nägeln, ne? Mit dem Mund so rein. Ja. Also ich bitte euch, ist nur Farbe. Ich hab immer gesagt, ich habe ja früher auch eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann und so weiter, wenn meine Chefin gesagt hätte, Herr Wess, wir können Sie aufgrund Ihrer Tätowierung nicht in Betrieb behalten, ich muss jetzt gehen, entweder werde ich aufgrund meiner Arbeitsleistung eingestellt oder aufgrund meiner Tätowierung entlassen, das passt nicht. Also jeder, der tätowiert ist und der aufgrund seiner Tätowierung wird an der Arbeit gemessen, verlasst den Beruf, solch einen Job, wo ihr als Mensch genommen werdet, nicht als Tätowierung. Ne? Also Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Alles offener geworden heutzutage schon. Ja, auf jeden Fall. Also die Entwicklung ist ja wirklich enorm. Ne? Auch die Szene ist sehr gewachsen. Aber jetzt hast du ja gar keine Probleme mehr mit den Tattoos. Du darfst ja machen, was du willst, oder? Ja. Also ich bin ja jetzt in dieser Medienbranche, solange es noch gut geht. Klopf, klopf, klopf. Ja? Klopf mit. Ich gehört das dazu, denke ich mir mal. Ja. Ich meine, Fußballer haben auch Tätowierungen und so weiter. Und wo ist das Problem? Solange es nichts irgendwie in eine Ecke rückt, wo man irgendwie diffamiert oder irgendwas Verbotenes macht, ist alles in Ordnung, würde ich sagen. Ja. Ne? Wie stehst du, also Hände hast du ja auf jeden Fall, also Hände hast du sowieso, aber wir sind auch tätowiert. Nachgestochen, ne, ist ja ganz bekannt, die Haut reibt sich mal ab. Genau. Würdest du auch Hals oder was Kleines im Gesicht oder würdest du gar nicht machen? Doch, ich finde ganz, es ist ja irgendwie, gibt ja auch so einen Trend Sommersprossen, ne, gibt es da jetzt Sommersprossen tätowieren, ja. Aber ist für Mädels eher was. Ich glaube, im Hals, da war ich noch 10 Jahre, so, wenn ich Richtung 50 gehe, vielleicht würde ich es dann machen. Ja. Jetzt erstmal nicht, mal schauen. Ich habe mir schon überlegt, ich habe im Nacken einziehen. Ad Astra. Was heißt das? Durch das Raue zu den Sternen, durchs Dunkle zu den Sternen. Also quasi wieder die Sterne irgendwie. Nein, genau richtig. Aber ich bin da, ich wage mich quasi ran. So langsam schleicht es sich hoch. Was sind denn so deine Projekte in nächster Zeit? Magst du darüber ein bisschen erzählen? Endlich. Also ich bin natürlich mit der Nicole Mead, meiner Gesangspartnerin, unterwegs. Wir machen die 90er Megashow. Dieses Jahr 4 Auftritte, nächstes Jahr über 20 Auftritte in ganz großen Städten in Deutschland, in Arenen, singen wir 90er Hits. Mit den großen 90er Stars, die es von früher gab aus 90ern, die bei, ne, alle drum und dran. Und dann natürlich meine TV-Projekte. Letzte Woche habe ich fürs ZDF gedreht, Held. Da war ich ein Gast in der Beauty-Klinik mit Sprechrolle. Also es entwickelt sich bei mir alles. Ja, mein Vater und Onkel, die Bett der Westclan gibt es natürlich auch, wo immer darüber berichtet wird. Heute bin ich hier, sowas kommt öfters vor in ganz Deutschland und ja. Gott sei Dank bin ich noch so unterwegs, freue ich mich. Ja, sehr gut. Also kann ich auch sehr gut verstehen, bist ja auch ein angenehmer Gast. Danke, freue mich auch, dass du hier bist. Wie ist? Freue mich auch über dein Interviewart, es ist wirklich sehr, sehr locker. Du hast dich mir ja vorgestellt, dachte ich, okay, aber du machst das wirklich locker, also richtig gut. Manchmal besser als so nach dem roten Faden, dann kommt keine Frage mehr da. Spontan ist immer besser. Ja, finde ich auch. Das entwickelt sich dann auch natürlicher einfach. Und man lernt sich wirklich ein bisschen kennen. Ne? Also ich kannte dich ja schon, aber du mich noch nicht. Macht ja nichts. Das ist ja immer das Problem, glaube ich auch, ne? Wenn man so präsent ist, dass Menschen auf einen zukommen und so tun, als kennen sie einen. Ist dir das auch schon mal passiert, dass das so unangenehm wurde irgendwie? Ja, unangenehm ist es nicht. Ich verstehe das, weil die Leute folgen mir ja bei Instagram und Facebook und die kennen mich aus den Medien. Und da traut man ja wie zu so einem Serienhelden, baut man ja so eine Art Beziehung auf. Das kann ich schon verstehen, ja, genau. Aber ich bin offen zu jedem, genervt bin ich eigentlich nicht, ne. Und auf so Conventions, wie ist das? Also wirst du dann angesprochen, ob du hier einfach vorbeikommst und einfach ein bisschen, ja, sag ich mal, ich sag einfach mal präsent bist? Also ich glaube, dass alle Gäste, die sind einige da, die Gina Lisa ist da, Ingo Kantorek sind da, dass das der Veranstalter bewusst ausgewählt hat und da hat er auch sich was dabei gedacht und dann bin ich hier. Ja, sehr schön. Und aber dein Tätowierer ist nicht hier, oder? Nee, der ist leider nicht da. Ich glaube, der ist so in NRW unterwegs. Da gibt es auch einige. Düsseldorf, Duisburg, glaube ich, Tattoo-Messen. Ich glaube, der ist dort im Ruhrgebiet unterwegs. Wenn er auf der Messe geht, ja. Aber habt ihr den nächsten Termin schon ausgemacht? Nee, das mache ich spontan. Meistens rufe ich an, hast du Zeit? Und ich schicke ihm schon meine Vorlage per E-Mail. Und dann antwortet er, ja, kann ich umsetzen und dann mache ich einen Termin. Ja, super. Und wie ist das bei dir? Also du hast ja schon erzählt, dass du mehrere Sachen und Ideen auf dem Handy gespeichert hast für Tattoos. Wie kommt dir denn so eine Eingebung? Also woher weißt du auf einmal, das muss es sein oder das muss ich verewigt haben? Na, eigentlich bin ich ja, ich suche immer so Sachen, die auch ein bisschen zum Nachdenken oder auch kontrovers sind. Jetzt nicht negativ, sondern gut kontrovers sind, wo ich auch mit anfangen kann. Ja? Ich habe zum Beispiel auf Oberschenkel ich so das allsehende Auge mit dem Regenbogen und so ganz richtig schön gemacht. Und ist ja natürlich was heißt das jetzt? Hat das was mit Taufe zu tun? Ist das was verboten ist? Ist das eine Richtung, wo der Führer zugehört? Die Leute sollen drüber reden. Und wenn ich irgendwo bei Google surf oder was im Fernsehen sehe, dann schaue ich zum Beispiel
allsehendes Auge, Tattoo, bla bla bla. So. Und dann hole ich mir da sowas, meine eigenen Sachen zusammen, stricke das so als ein Bild zusammen, dann ist es auf dem Bein, zack. Also auch sehr einzigartig. Genau, ja, genau. Hier links habe ich den Namen Max stehen, 1984, ein Freund von mir, der verstorben ist. Das ist der Max, 84, das Flügel, Engelsflügel, der Name ist auch zum Beispiel sowas. Ja. Also ist alles schon so, ist halt verewigt, ne? Ja. Ja, die wichtigsten Sachen auf jeden Fall, die müssen drauf. Malst du auch teilweise selber oder kopierst du es so zusammen? Also mache ich es immer. Ich mache es immer ganz schlimm. Willst du gar nicht wissen? Ich bin jemand, der nicht gut zeichnen kann. Ich kann auch nicht gut Geschenke einpacken. Das ist auch mein Problem. Ich habe meistens Freundinnen. Das hat eine Freundin gemacht. Starchild hat sie mir gemacht. Und eigentlich machen das Freunde. Und das hier, das mit dem G, das hat ein Obdachloser aus Köln gemalt. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, ey, kannst du zeichnen? Ja, dann hat er mir das gezeichnet. Cool. Ja. Obdachlose von der Straße, das werde ich nie vergessen. Mega Mist. Aber wie kam das denn, dass er das gezeichnet hat? Ich habe ihn jeden Tag dort gesehen, habe abends mit ihm geredet, unterhalten. Ich bin wirklich sehr freundlich gegenüber Menschen, ich kenne da keine Tabus. Ich habe ihn einfach mal gefragt, ey, kannst du zeichnen? Weil er auch so ein paar selbstgestochene Tattoos hat. Ja. Obdachlose haben das ja teilweise, so, die machen das dann. Und habe mir das vorgezeichnet. Und die Vorlage habe ich auch noch zu Hause. Ach, wie cool. Das ist eine coole Geschichte. Ja, mein verrücktestes Tattoo ist hier der Paris Hilton. Ja. Ich habe Paris Hilton einmal getroffen in L.A. bei sich. Da haben wir so ein Meet and Greet gehabt. Und hat sie mir das vorgeschrieben und habe ich das am Sunset Boulevard stechen lassen. Abgespaced. Hat ihr das denn direkt auf die Hand geschrieben oder hast du die Vorlage genommen? Als Vorlage. Und da war ich im Tattoo-Studio drin, Sunset Boulevard, war ich so ein bulliger Typ drin. Alles vollgehackt, da lief richtig deutsche Metal-Musik und Amerikaner, oh, ihr seid deutsch, egal, komm rein. Irgendwie hält das auch irgendwie länger als die anderen Tattoos, keine Ahnung. Warum, was er da für einen Trick hatte. Wahrscheinlich, weil das eine gute Geschichte war. Dann hält die besser. Sozusagen, ja. Sehr gut, cool. Der Frank macht auch gute Sachen. Ja. Nicht nur der auf dem Sunset Boulevard. Nee, um Gottes Willen. Ja, es gibt inzwischen echt einige gute. Ich frage immer am Ende, so zum Ende hin, ob du noch irgendwas Bestimmtes erzählen möchtest über ein Projekt oder was dir sehr, sehr am Herzen liegt, damit ich dich nicht einfach abwürge. Bei mir ist das so, dass die Leute sollen sich vor Tattoos nicht schämen. Die sollen die Tattoos machen, wie sie wollen. Sie sollen dazu stehen. Und dieses Vorurteil, ja, wenn du alt bist, hängt die Haut, das ist ein Quatsch. Es ist einfach so, es gehört dazu. Die Leute sollen so sein, wie sie sind. Ich finde, dass unsere Gesellschaft sich ein bisschen, die sollte näher zusammenrücken. Wir sollten uns mehr um unser Umfeld kümmern. Wir haben viele Obdachlose in unserem Land und viele Leute, die Hilfe bedürfen. Man kann immer mal eine Jacke und Essen abgeben und mit 10 Euro kann auch jeder mal abgeben, wenn das sein muss. Einfach zusammenhalten, mal was runterschlucken und nicht immer so an sich denken. Ich weiß, viele machen das nicht, aber manche machen das leider noch. Einfach mal sagen, wir gehören zusammen, wir machen das alle zusammen. Ja. Weil nur zusammen schaffen wir die Zukunft, egal wie sie ist. Genau. Sehr schön. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Darf ich dich drücken zum Ende? Vielen Dank fürs Interview. Ja.